Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Limited-Video hier auf dem Kanal. Wir können noch 5 Stunden und 55 Minuten Dominaria United draften. Und da mir Bloomborough nicht so gut gefällt aktuell, dachte ich mir, wir stürzen uns einfach rein und draften noch eine Runde Dominaria United. Ich hatte im Stream relativ viel Spaß damit. Es gab viele verschiedene coole Archetypen, die wir gedraftet haben. Five-Color Domain, Blau-Rot-Spells, Rot-Weiß-Grütze. Also es gab halt sehr, sehr viele coole Sachen, die wir gemacht haben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal rein. Dominaria United, ja ehrlich gesagt auch ein ziemlich gutes Limited-Format. Hat auch so ein bisschen jetzt die nächsten Jahre zumindest nach dem Erscheinen, glaube ich, ganz gut überstanden und, glaube ich, auch so weitestgehend positiv angemerkt von der Community, wohingegen man das über Bloomborough nicht sagen kann. Einige Leute finden Bloomborough halt ganz gut, aber es polarisiert doch ein bisschen und es ist auch nicht das beliebteste Draft-Format der letzten Jahre, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir hier uns noch gedulden, bis der 8. Seed gefüllt ist und dann gehe ich mit euch schön rein in den Dominaria United Draft. Und ab geht die wilde Fahrt. Oh, interessant. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr harter Pick, weil ich persönlich liebe Jodas Codex. Die Möglichkeit für 0 Mana extra Karten zu ziehen ist einfach mega, mega, mega nice. Und ich glaube, mein Lieblingsdeck ist auch das Domain-Deck. Das Einzige, was wirklich sehr, sehr nah dran kommt, ist das Spells-Deck. Und Hortigen ist halt auch eine sehr gute Karte im Spells-Deck. Ist schwierig zu sagen. Also man... gehe ich auf Five-Color Domain oder gehe ich auf Blau-Rot Spells? Ich habe das Gefühl, dass Blau-Rot Spells ein bisschen überdraftet ist. Ich habe zum Beispiel einen Balmor, habe ich nie gesehen. Also die rot-blaue Signature ankommen. Aber trotzdem ist klar, wir gehen mal in die Spells rein. Wir können ja auch Dimir Spells draften. Da ist noch ein Jodas Codex. Damn it! Wir hätten zwei Jodas Codex haben können. Wir haben allerdings auch Lightning Strike. Ja, Essence Getter ist sicherlich auch eine gute Karte, aber ich glaube, Lightning Strike ist so viel besser als Essence Getter, dass ich hier sogar die Farbe wechsle und versuche in Richtung Blau-Rot halt zu gehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist ein sehr, 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 sehr schönes Pack, auch mit sehr schönen Ankommens. Take Up the Shield ist auch noch sehr gut. Wie gesagt, Essence Getter ist gut. Braxian Warhorse ist ehrlich gesagt auch noch ziemlich playable, also an sich ein sehr starkes Pack. Hier haben wir Tolarian Terror, Pick 3. Ich glaube, den sollte man hier auch picken über Essence Getter. Also ja, irgendwann müssen wir auch viele Spells einsammeln. Aber Tolarian Terror ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Ist ein schöner Pickup hier an der Stelle. Joda the Unifier wäre natürlich... Also wir hätten auch einfach Jodas Codex und Joda selber haben können. Ja, aber man weiß natürlich nicht, was in den späteren Packs mit drin ist. Deshalb hier... Aber ich bin auch nicht böse über Tolarian Terror, ehrlich gesagt. Hier ist noch einer. Wow, okay. Hier ist auch noch ein Voha, Vodalian Desecrator. Der ist auch ziemlich gut. Aber, also jetzt bin ich zumindest Threat-mäßig schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt können mal so ein paar Ein-Mana-Cantrips oder sowas kommen. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Stan, Paranoid Partisan. Der ist es nicht. Tribute to Urborg ist ganz nett. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir blau-schwarz gehen, aber bevor ich hier ein Contaminated Aquifer nehme, nehme ich tatsächlich, glaube ich, ein ganz gutes schwarzes Removal. Grixis Spells ist durchaus auch keine schlechte Möglichkeit. Vielleicht tabeln wir das eine oder andere blau-schwarze Land. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich, also wir sind heavy blau, ne? Weil wir auch wahrscheinlich diese Ein-Mana-blauen Cantrips, wie zum Beispiel Timely Interference oder so, sehr hoch picken werden. Aber ja, hier haben wir jetzt eine Flowstone Infusion, ein Ein-Mana-Spell, kleiner Removal-Spell, ist ehrlich gesagt nicht verkehrt. Bone Splinters, ja, der zieht mich jetzt nicht so an. Und wir brauchen ja Spells für unsere guten Threads hier. Also der Start ist sehr gut. Wenn ich das Fixing einsammle, dann kann ich mir vorstellen, Tributary Urborg zu splashen, weil es auch einfach wirklich ein sehr gutes Removal ist. Gerade im Spells-Deck zählt ja Instant- und Sorcery-Spells auch noch dazu für die zusätzlichen -1/-1-Effekte. Das ist im Spells-Deck natürlich sehr gut, aber wenn ich das Fixing nicht kriege, kann ich auch einfach blau-rot sein. Das wäre jetzt auch völlig in Ordnung. Schauen wir einfach mal, was sich so in den nächsten Boostern so ergibt. Also, Cantrips sind gut, Micromancer ist sehr gut, ein weiterer Tolarian Terror ist natürlich super, Balmor wäre hervorragend, Lightning Strikes. Also, es gibt einige gute Karten. Wir haben auch hier auch diesen Gito Amplimancer oder so, fände ich auch okay. Hier hätten wir zum Beispiel Geothermal Bog. Ja, das ist ein rot-schwarzes Duel. Warum also nicht einsammeln? Über Flowstone Kavu und... Naja, die Tidepool Turtle ist definitiv nicht spielbar für uns. Und das ist doch einfach ein super Fixing-Land hier. Bevor ich eine Karte spiele, die ich eh nicht nehme, kann ich lieber ein gutes Fixing-Land nehmen, das mir zumindest ermöglicht, eine sehr gute Karte zu splashen. Und es ist, also Tribute to Urborg habe ich auch das Gefühl, wird einfach nicht hochgenommen von den Leuten. Es ist durchaus möglich, dass man mal zwei oder mal drei in einem Draft bekommt.
Und dann ist die Karte halt. Die wird halt natürlich mit mehreren Copies natürlich auch viel besser. Was ist hier los mit Slimefoot? Flatbush Zombies for Life. Okay. Multani ist am Start. Okay, ja. Na gut. Naja, ein paar Karten kriegen wir noch. Wir sind erstmal bei der Hälfte des ersten Boosters. Und ja, ich bin sehr zufrieden bisher. Bisschen Fixing noch. Wir haben gutes Removal, gute Threats. Essence Scatter haben wir sehr. Da, perfekt. Timely Interference. Genau die Karte, die ich sehen wollte. Essence Scatter haben wir 47 weitergeschoben. Ich hoffe nicht, dass die Leute das als extrem hohes Signal sehen und sagen: Naja, gut, dann müssen wir halt blau gehen. Okay, Essence Scatter ist raus. Jodas Codex ist auch raus. Hier will ich tatsächlich wirklich nichts von spielen. Ich nehme einfach mal die Hammerhand raus und sage, dass die Leute durchaus in Naya gehen können hinter mir. Ist ein bisschen schade gewesen. Ich glaube, wenn. Also, es waren drei Essence Scatter drin. Das kann also gut sein, dass wir mindestens ein, zwei weitere Blau-Drafter am Tisch haben. Das wäre nicht ganz so cool. Aber unser erstes Booster ist stark genug, dass wir das vermutlich verkraften können. Negate. Take up the shield. Ich meine, Negate, ehrlich gesagt, kann man schon auch spielen. Ja. Ein Negate ist, glaube ich, okay, wenn wir so einen Haughty Djinn oder so einen Tolarian Terror mal beschützen wollen. Ja. Doch. Das kann man schon machen, denke ich. Ja. Essence Scatter wäre mir etwas lieber gewesen. Aber to be fair, ich habe ja auch gutes Removal. Also ich kann auch die resolvten Kreaturen ja durchaus handeln. Deshalb ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. vielleicht Table Contaminated Aquifer? Nö. Zweites Negate ist schon eher unwahrscheinlich, nehme ich aber trotzdem raus, damit die Leute jetzt endlich wissen, okay, Blau ist vielleicht doch ein bisschen dichter als angenommen. Und ich hoffe, ich werde jetzt belohnt. Belohnt. In Anführungszeichen. Ich hoffe, dass viele Leute links von mir einfach ganz, ganz fett in Domain reingegangen sind. Vielleicht das ein oder andere Mal ein Fixing-Land über einen guten roten oder blauen Spell nehmen, sodass ich davon dann profitieren kann. Vielleicht ein Balmor aufmachen oder so. Ja, wenn wir gutes Fixing einsammeln, ist die Karte ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich nehme die auf jeden Fall mit. Also über Snare Spinner und Samite Herbalist, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so eine große Frage. Die Rare schiebe ich mal weiter, weil ich einfach ein guter Typ bin. So, wir machen auf. Soul of Windgrace. Ist nicht schlecht, ist Djant-Farben. Für uns hier ist tatsächlich exakt eine Karte drin, das ist Electrostatic Infantry, aber die ist wiederum dafür auch eine sehr gute Karte. Tolarian Geysir tatsächlich wäre auch noch ganz gut. Stimmt, den hatte ich gerade nicht gesehen. ja, aber Electrostatic Infantry ist natürlich super und wird hier auch eingesnackt. Können wir Tolarian Geysir tablen? Nee. Dadurch, dass halt exakt keine blaue Karte außer Tolarian Geysir drin ist, glaube ich nicht, dass wir eine Chance haben, den zu tablen. Und ich glaube auch nicht, dass ich Shadow Prophecy oder Aggressive Sabotage spielen möchte. Das, ich glaube, wir werden nichts tablen. Aber ist fein. Ist trotzdem okay. Okay. Hier haben wir entweder Talas Lookout oder ein weiteres Fixing-Land. Und hier interessiert mich natürlich Contaminated Aquifer ein bisschen mehr als Molten Tributary. Davon ausgehend, dass halt schwarz der Splash ist, ist es immer besser, ein Land zu nehmen, was den Splash mit drin hat. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Molten Tributary nehmen würde, müsste ich ein Basic Swamp mehr spielen. Und ein Basic Swamp lässt mich die meisten meiner Spells nicht casten. Während wenn ich Contaminated Aquifer nehme und ein Mountain spiele, habe ich halt hier weniger Schaden angerichtet. Und ich glaube, ich nehme das Ding auch tatsächlich über dem Talas Lookout. Hier haben wir noch einen Lightning Strike, hervorragend. Da ist noch ein Jodas Codex und ein Nishoba Brawler und ein Sunbathing Root Waller. Puh, okay. Aber ja, Lightning Strike bin ich sehr zufrieden mit. Ich würde vielleicht im Wheel auch noch das Haunting Figment nehmen, aber ja, nee. Lightning Strike, super. Hier habe ich theoretisch nochmal einen Geothermal Bog oder halt einen Talas Lookout. Es schadet wahrscheinlich nicht, nochmal die ein oder andere Kreatur mitzunehmen. Ja. Also vielleicht nehme ich hier einfach mal einen Talas Lookout mit. Und hier haben wir einen Impuls, den ich glaube ich über, ja, wie Maya Steel Crusher nehmen sollte. Ja, ich denke schon. Auch nicht viel drin für Rot-Blau an der Stelle. Und auch in Schwarz. Also Choking Miasma ist halt keine Magic-Karte. Zumindest in diesem Deck hier. Doppel-Schwarz geht auch gar nicht. Oh, Battlewing Mystic. Der ist natürlich schön. Und der ist auch noch ein Tolarian Geysir. Aber ich glaube, ich nehme mir einen Battlewing Mystic. Ja.
Ja, so langsam sammelt sich doch. Oh, da ist ein Essence Getter. Hervorragend. Da ist auch ein Gito Amplifier, aber ich glaube, hier nehme ich lieber noch einen Essence Getter. Ich habe ja jetzt auch schon 2, 3, 4, 5, 6 Kreaturen. Das reicht ja wohl erstmal. Aber es scheint offen zu sein, ne? Also, das ist ein gutes Zeichen. Hier ist ein Shore-Up für uns. Das ist auch hervorragend. Damit können wir auch irgendwie unsere guten Kreaturen protecten. Ja, Tolarian Geyser ist, wer hätte es gedacht, nicht getabled. Ich nehme mal Shadow Prophecy. Wenn ich noch ein bisschen Fixing einsammle, ist das vielleicht sogar eine Karte, die man spielen könnte. Ich habe ja auch noch den Voha. Also es besteht eine Chance, dass wir da vielleicht nochmal reingehen. Aber ich wünsche mir jetzt auf jeden Fall einen Balmor, damit die Tolarian Terrors ein bisschen besser werden. Oder noch einen Tolarian Terror oder noch einen Hortigin. Was auch immer. Gute Karten für Izzet Spells. Ja, ich nehme, lass mal die grün-weißen Karten drin. Beste Gotro. Nee, ehrlich gesagt, die ist es nicht. Die ist es einfach nicht. Goblin Picker ist völlig in Ordnung. Den kann man tatsächlich spielen. Impede Momentum nehme ich raus, aber würde ich mir eigentlich wünschen, nicht spielen zu müssen. Ja, wie Majesty Crusher. Ja, nehmen wir raus. Glaube ich aber auch nicht, dass ich ihn unbedingt spielen werde. Ich meine, wir haben im Moment 16 Playables. Also wir sind auf jeden Fall gut on track, um ein gutes Deck zusammenzukriegen. Wow, wir machen aber auch immer nur Booster auf mit, keine Ahnung, einer roten und einer blauen Karte und einer schwarzen. Dafür vier weiße und vier grüne. Das ist nicht der Booster, den man aufmachen will. Ich glaube, Karn Silex. Ich nehme lieber einfach eine Flowstone Infusion. Ist auch kein, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich trashiger First Pick, aber okay, was will man machen? Hier hingegen haben wir eine blau-rote Rare, die ich nicht picken werde. Timely Interference, ein Battlewing Mystic. Ich nehme Battlewing Mystic. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht die Flowstone Infusion tabled, aber ein 2-1 Flieger ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hier haben wir noch ein Shore-Up, aber ich weiß nicht, ob ich noch eins spielen möchte. Ein Contaminated Aquifer, was mir dann zumindest schon Outs gibt auf Voha. Myrias Outrider ist auch in Ordnung. Ich nehme mal das Contaminated Aquifer Nummer 2. Das ist noch ein Essence Getter und ein Shore-Up. Ich nehme noch ein Essence Getter. Aber Thrill of Possibilities wäre auch okay. Noch ein Essence Getter. Okay. Ein Urtai Scorn. Noch ein Contaminated Aquifer. Ich weiß nicht, wie viel Essence Getter man spielen kann. Nimm doch einfach das hier. Dann habe ich jetzt wirklich genug Fixing, um Voha zu spielen. Und den finde ich nämlich super. Und auch die Shadow Prophecy. Und dann fehlen mir eigentlich noch zwei Karten. Da ist noch ein Contaminated. Okay. Also wir können in jedem Booster ein blau-schwarzes Duel einsammeln. Da ist Protect the Negotiators. Das ist nicht so das, der perfekte Counterspell, weil wir nicht so viele Kreaturen haben. Ich könnte noch eine Flowstone Infusion und ein zweites Negate nehmen, aber auch beides nicht so super cool. Da ist noch ein Essence Getter. Okay. I mean, ja, gut, dann nehmen wir das halt. Ja, ich würde wahrscheinlich auch, komm, ich spiele wahrscheinlich auch einfach drei Essence Getter easy. Vielleicht ein Negate, ein Shore-Up und noch ein Molten Tributary. Ich meine, das kann ich jetzt natürlich im Gegensatz dazu, dass hier nichts drin ist, auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann habe ich definitiv sehr gutes Fixing. Also, wir haben fünf Duels. Vier davon sind schwarz. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Swamp spielen muss. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht einen. Ich könnte den Steel Crusher noch spielen. Ich könnte das zweite Negate noch spielen. Oh, wer hätte es gedacht? Nichts getabled? Komisch. War ja auch in the first place nichts drin. Ein bisschen mehr Ein-Mana-Spells wäre nicht schlecht. Ich meine, ich habe noch eine Flowstone Infusion, aber dann ist auch wieder die Frage, wie viele kleine Kreaturen haben die Gegner überhaupt? Oh, perfekt. Viel besser als die dritte Flowstone Infusion. Das zweite Timely Interference. Also, ich meine, ich hätte natürlich noch lieber ein. Vielleicht spiele ich ein zweites Shore-Up über Negate. Ich hätte natürlich noch lieber einen Balmor gehabt als Timely Reinforcements. Als Timely Interference. Aber das ist okay. Wollen wir 16 Länder spielen? Frage. Vielleicht spiele ich einfach ein zweites Shore-Up und 16 Länder, weil meine Curve ist ehrlich gesagt noch ein Essence Getter und ein Urtai Scorn. Vielleicht war doch niemand blau. Könnte gut sein, dass niemand blau gewesen ist. Ja, leider kein Micromancer. Ich denke, 16 Länder ist aber durchaus vertretbar, oder? Ja, höchstens einer davon. So, wie sieht es jetzt aus mit roten Quellen? Habe ich dann 5, 6, 7 für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja.
Schwarz habe ich 4, 5 für 3 und dann Blau habe ich 3, 8, 9. Ich weiß nicht. Aber ich denke, 9 Blau ist schon okay. Wir ziehen ja auch extra Karten. Und jetzt sind es gerade 16 Länder. Ich glaube, das ist okay. Essence Scatter und noch ein Schwab und noch eine Flowstone Infusion auf der Ersatzbank. Sieht natürlich ein bisschen traurig aus, aber ist, glaube ich, in Ordnung. Wir haben im Moment 5, 6, 7, 8, 9 Kreaturen. Das ist okay für das Spellstack. Kann überlegen, ob man Negate nicht spielt. Ah, ich glaube, so ein Negate ist schon okay. Was ich gerne gehabt hätte, wäre so ein Tormenting Voice Verschnitt. Also einfach dieses 2-Mana Instant Speed, Discard a Card, Draw 2 Cards, damit man nicht ausflattet. Aber ich denke, das ist trotzdem okay so. Damit gehen wir mal auf die Ladder und gucken, wie heißt das Ding hier? Grixis Spells so performt. So, wir dürfen anfangen. Ist eine gute Hand. Viele Länder, aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben ja was zum Weglooten. Ich fange mit dem rot-schwarzen Land in Blau an, weil dann kann ich nämlich Turn 2 Voha legen und kann Turn 3 in Tapland legen und habe trotzdem Lightning Strike offen. Wir spielen vielleicht das Mirror. Gucken, was Emperor Badger sucht. Ne, spielen wir nicht. Nishoba Brawler. Ich spiele mal ein Tapland und dann würde ich sagen, pass ich den Turn. Ich kann, glaube ich, einmal 3 Damage nehmen. Weathersea Treaty, ja, ist mir nämlich lieber Weathersea Treaty zu removen. Die Karte ist nämlich komplett insane. Dann nehme ich einmal 3 und dann Lightning Strike ich den Nishoba Brawler und dann ist alles wieder fein. Wir looten einfach ein Ründchen. Ich glaube, ich kann mal einen Spell wegschmeißen. Essence Getter ist hervorragend. Vielleicht loote ich mal nach einem Untapped Land. Okay, nehmen wir mal Flowstone Infusion. Ich glaube, dann spielen wir den aus. So, meine Hoffnung ist jetzt, dass unser Gegner den nicht removed. Come on. Kein Fight-Spell oder so. Oh no. Das wäre jetzt halt der absolute Tod, ne? Ein 4-3er und dann Fight-Spell, während ich nicht Lightning Strike offen habe. Leg doch einfach. Ja, okay. Ja, gut, block ich nicht. Ja, komm, sag einfach Go. Bitte. Okay. Fuhuhu. Tja. Vielleicht looten zum Start. Oh, warte mal, ich versuche den einfach mal zu Lightning Strike. Komm. Vielleicht hat der Gegner irgendwas. Wahrscheinlich irgendwie Gaea's Might oder so, könnte ich mir vorstellen. Strength of the Coalition. Plus 2, plus 2. Okay. Dann looten wir mal. Schade. Schade, schade, schade. Ich kann mir ja Lightning Strike nachher wieder auf die Hand nehmen. Oder mache ich es jetzt einfach direkt? Activate only as a sorcery. Vielleicht machen wir das einfach direkt. Und dann sagen wir go. Oh, nein, was? Ich kann mir den nicht auf die Hand. Oh, you may cast. Oh, ich dachte, ich kriege ihn auf die Hand zurück. Oh, das war natürlich Big Bad. Ja, ei. Oh Gott, ich sehe jetzt schon die YouTube-Kommentare brennen, ey. Scheiße. Oh Gott. Nein! Und noch eine Antwort auf den. Oh Gott, es ist alles zerstört. Ich habe einfach verloren. Es ist alles zerstört. Oh Gott. Ja. Ich glaube, doch, ich habe noch einen Lightning Strike im Deck, ne? Ja. Eieieiei. Aber Gegner hat kein schlechtes Deck, ne? Also er hat bisher nur Uncommons und eine sehr gute Common gezeigt. Oh, perfekt. Okay, ja. Ich meine, ich will trotzdem nicht unbedingt Battlewing Mystics gegen Magnigore Sentry traden. Aber muss ich wahrscheinlich. Oh Gott, ey. Wo sind meine Tolarian Terrors? Wo sind sie? Jetzt kommt wahrscheinlich irgendwie so ein fetter Territorial Maru oder so. Ja, komm.
Okay, vielleicht hat der Gegner ja nichts mehr. Vielleicht aber doch. Well. Shore ab. Ja, okay. Ich meine, ist zumindest eine Möglichkeit, wie ich den Phyrexian Missionary loswerde. King Darien, der was auch immer, 48. Okay, das funktioniert. Keine Blocks. Ah, das habe ich natürlich weggeschmissen. Obviously. Ich hätte den Looter noch auf dem Battlefield haben können. Weiß nicht, wie viel es gebracht hätte, aber es wäre natürlich ein anderes Game gewesen, wenn er noch da gewesen wäre. Swamp, okay. Gucken wir mal rein in die Stellung. Gucken, ob wir irgendwann Tolarian Terror kommt. Ich bin halt noch nicht tot, wenn ich explizit jetzt Tolarian Terror hitte. Okay, vielleicht ist der Gegner auch kaputt. Electrostatic Infantry. Ich habe auch ein bisschen wenig rotes Mana gezogen. In den obersten 20 Karten eine. Ah, Mann, ey, ärgerlich. Das hätte man definitiv besser spielen können. Hand hier ist natürlich trotzdem wieder sehr fein. Ein zweites blaues Mana. Jetzt haben wir übrigens, gerade hatten wir nur Tapped Lands, jetzt haben wir nur Untapped Lands. Ein zweites blaues würde mir auf jeden Fall gut stehen. Okay, ja. Jetzt ein zweites blaues und Spells. Jetzt haben wir nur die Kreaturen. Aber okay, nehme ich trotzdem. Ist ja fein. Haunted Figment, okay. Ja, gut, ich meine. Bloodstone Infusion, Negate offen lassen, Marke legen, ab geht die wilde Fahrt. Schon mal den Tolarian Terror 1 günstiger machen. Ich hätte nichts dagegen, wenn das übrigens. Okay. Zweites blaues. Ja, sehr gut. Ich hätte nichts dagegen, wenn das ein Essence Getter wäre anstelle eines Negates, aber ist fein. Ja. Essence Getter wäre richtig gut gewesen. Dann würde ich sagen, greife ich mal an. Was? Crazy, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Er blockt einfach. Na gut. Spiel mal Horti Djinn. Und passen den Turn. Nächste Runde habe ich Talas Lookout und Negate offen. Also grundsätzlich sieht es eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ziemlich crazy, dass er damit Ruft geblockt hat. Ich hätte gedacht, Ruft wäre eine der wichtigeren Karten für sein Deck, aber vielleicht ja auch einfach nicht. Okay. Dann würde ich mal versuchen, einen Talas Lookout zu spielen. Kommt wahrscheinlich ein Essence Getter. Und dann negaten wir das und dann gibt es hier Fett auf die Orme. Da ist das Essence Getter. Da ist das Negate. Da ist die Marke. Da resolved alles. Blub, 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 blub. Unser Flieger wird größer. Wir kriegen einen neuen Flieger. Wir können angreifen. Nächste Runde kann ich ganz entspannt den Tolarian Terror legen. Oh, I mean. Unsere Squad ist schon relativ impressive. Klar, der Gegner bleibt auf drei Ländern stehen, aber das kann man fürs Narrativ ja mal kurz ausblenden. Oh ja, okay. Gehen wir rein, oder? Ich meine, viel außer rein. Ah, wahrscheinlich Stall for Time, nehme ich mal an. Okay. Dann halt so einer. Ist ja nicht so, als müssten wir aufhören, irgendwelche fetten Threats zu legen. Okay. Bitte keinen Sweeper einfach. Citizen's Arrest auf Talas Lookout wahrscheinlich. Den Horti Djinn, okay. Okay, mach ich mal, kann man machen. Shore up. Damit sind wir lethal, wenn er nicht Valerian Terror ist. Okay. Blockt einfach nicht und nimmt 11. Alles klar, gut. Ja, so kann das Deck nämlich auch ziehen, Ladies and Gentlemen. 1-1, weiter geht's. Wir dürfen anfangen. Ja, ist ein Keeper. Bloodstone Infusion. Vielleicht legt der Gegner ja einen One-Drop. Gibt's gute One-Drops in dem Format? Vielleicht Phoenix Chick oder so? Okay. Aber ich meine, wir haben Goblin Picker, Into Shadow Prophecy. Wir können zwei Karten ziehen, finden das zweite Blau für Talas Lookout. Wir legen Sachen in den Graveyard. Wüsste jetzt nicht, was da irgendwie schief gehen sollte. Der Gegner macht einen Mulligan auf 5. Ist eigentlich immer mein Auftrag, aber okay.
Lightning Striker, auch nicht schlecht. Ehrlich gesagt, ganz schön gute Hand so far. Blau-Weiß, Wrath Compassion? Nee, okay. Negate, ja, sehr schön. Bin einfach mal für zwei angreifen und Go sagen. Gucken, ob der Gegner. Vielleicht hat er die Resolute Reinforcements. Nee, auch nicht, okay. Ah, Jeskai. Okay. Academy Wall, Jeskai Walls. Alles klar. Okay, nehmen wir die beiden. Jetzt kann ich mich nicht mehr über die Mountains beschweren, auf jeden Fall. Glaube, wir killen einfach mal die Wall. Die ist einfach zu gut. Dann kann ich ja nächste Runde auch den Tolarian Terror legen. Okay. Hat unser Gegner einen Essen Scatter? Ich meine, ich riskiere es jetzt trotzdem. Okay, gut. Sehr schön. Ah. Temporal Firestorm? Nee. Okay. Keine Ahnung, was los ist. Aber ja, nehmen wir zur Kenntnis. 2-1. Nice. Oh, wir dürfen anfangen. Die Hand ist nicht so super nice, aber ich denke, ich halte sie trotzdem. Wir werden einfach Turn 2 in 2 ins Flieger legen. Und jetzt nicht auf Value gehen. Also ich gehe natürlich immer super gerne auf Value, aber in der Hand. Ja, Land war nicht so verkehrt. Ein schwarzes hätte ich natürlich lieber gehabt. Einfach für Shadow Prophecy und Tribute, aber ich meine, wir können so wahrscheinlich auch ganz gut überleben. Blau, Grün, Loiferous Vine Wall. Lightning Strike ich Pixie Illusionist. Es fühlt sich komisch an. Oh, ne, Lightning striken wir offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Time Interference ist einfach. Oh, Junge, ist die Karte gut. Boah, und da ist das blaue Land, das schwarze Land, das ich vielleicht hätte eher legen sollen, weil ich weiß, dass ich eine Karte ziehe. Ja, Misplay 3000 auf jeden Fall am Start. Misplay 3000. Gucken wir mal, was Travis Sama noch so parat hält. Okay. Sulta ist am Start. Kill den Bellowing Mystic. Das ist okay. Damit kann ich leben. Aber jetzt gleich eine ganze Runde auszusetzen, das fände ich sehr schade. Basic Swamp wäre sexy, aber davon spielen wir nur einen. Okay. I mean, ja, fein. Und wenn der Gegner jetzt irgendwas spielt, was ich Lightning striken kann, oder Tributen kann, Tributen kann ich es nicht, aber was ich Lightning striken kann oder so, wäre ja schon nett. Können wir in der nächsten Runde einfach Tolarian Terror droppen, wenn wir Land ziehen. Ja, nicht gut gespielt von mir. Ich hätte erst attacken sollen, gucken, was ich ziehe. Dann hätten wir jetzt ein Untapped. Hätten wir jetzt 4 Mana untapped. Hätten die Chance, Shadow Prophecy zu spielen. Das wäre alles viel, 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 viel besser. Ja. Ich meine, es scheint nicht so schlimm zu sein. Wobei, ja, gut, man. Vielleicht ist es doch sehr schlimm. Jetzt sucht sich der Gegner halt irgendwelche weißen Quellen raus und dann kommen schlimme Dinge und dann, sollte mal Ausschau halten nach Essence Scatter und Negates, auf jeden Fall. Denn so einen resolvten Maro besiege ich, glaube ich, nicht mehr. Was darfst du jetzt noch machen? Look at the top X-Card and X number of Blazing. Put one of them top. Okay. Na, auch das ist natürlich schrecklich. Ich passe mal den Turn. Könnte ich Lightning striken, aber ich glaube, Essence Getter ist mir lieber. Okay.
Capture mal ein Terror. Master Turn. Okay, okay, okay. Sind noch im Game. Alles easy. Bartok Bone Rattle. Ohne coole. Ja. Das funktioniert natürlich. Oh, kein Attack. Hat er gut gemacht. Kein Attack war natürlich schlau. Ja, wir greifen einfach erstmal an. Nimmt er. Und zerstören wir nochmal so ein Land. Also nochmal so ein Land, gerade war es ja Tatiova. Dann spiele ich nochmal so einen hier. Und pass mal den Turn. Vielleicht hätte ich einfach Talas Lookout spielen sollen. Der hätte auch angreifen können. Mal 1, 2, 3, 4, 5. Krieg ihn kaputt. Krieg ihn kaputt, den Ancient Moss Beard. Easy. Schön Attack für 10. Ja, lassen wir mal so. Okay. Ja, läuft doch bei uns. Sind wir aufgestiegen? Ich glaube, wir sind aufgestiegen. Boom! Ja, ey, ich sag's euch. Die mir... Ne, Grixis Spells. Beste. Ja, ich denke, das müssen wir auch keepen. Das ist vermutlich auch ein Turn 2 Battlewing Mystic. Einfach um die Hand schon mal so ein bisschen leer zu kriegen. Würde ich behaupten. Gucken, was Then There Was Win so zu bieten hat. Schwamp. Ja, ich habe eh kein rotes Mana. Also darauf jetzt noch zu warten, ist, glaube ich, so semi-sinnvoll. Weil ich hätte eine Runde warten können, bis ich Shore-Up offen habe, damit der 2-1er ein bisschen performt, aber... Oh, cool. Ich glaube tatsächlich, dass ich sowohl Essence Getter als auch Shore-Up offen lasse. Impuls, okay. Na gut, dagegen kann ich nicht viel machen. Gucken, was sich unser Gegner so in die Hand legt. Okay, perfekt. Und unsere Hand ist nicht schlecht. Günstig, viel Interaction. Adaka Wastes. Into Phyrexian Rager. Ja, der stört mich eigentlich wenig. Kannst halt eine Karte ziehen. Dann werde ich den Tributen. Dann werden wir einfach genauso weitermachen wie gerade. Rotes Mana ist nicht schlecht. Ich kann mir jetzt definitiv erlauben, das Tapland zu legen, weil ich werde nicht Shore-Up, Essence Getter und Timely Interference brauchen. Gegner weiß natürlich, dass wir Essence Getter haben. Ne? Als blau-schwarzes Deck, das den spielt und sonst nichts. Ja, werden wir das mal Essence Gettern auf jeden Fall. Das ist einfach zu gut. Und jetzt wäre halt so ein... Oh, sowas wäre halt sehr, sehr, sehr gut. Ich cycle den mal. Vielleicht hitten wir ja einen Terror. Oder eine Flowstone Infusion. Bisschen viel Land, bisschen wenig anderer Krams. Talas Lookout, ja, kann ich jetzt nichts gegen machen. Dann kann ich Flowstone Infusionen und ja, ich mache ein bisschen Schaden zwischendurch, so, aber der Gegner macht halt Value. Was halt super wäre, wäre der zweite Battlewing Mystic. Oder ein, weiß ich auch nicht. Shadow Prophecy. Lightning Strike. Na gut, ich meine, viel brauche ich nicht mehr, ne? Wenn der Gegner jetzt keine Flieger mehr hat, kann ich vielleicht einfach noch 2-3 Mal mit Battlewing Mystic connecten und dann ist auch gut. Ich
Tribute, ja. Das würde ich mal versuchen zu verhindern. Ich gehe mal davon aus, dass der Gegner. Nee, hat nur ein Removal, okay. Palace Lookout, ja, okay. Ist halt alles nicht schlecht. Der Gegner macht mit jeder Karte einfach ein 2-for-1. Ich brauche auch sowas. Ich brauche auch solche Dinge. Drei Talas Lookout und Phyrexian Ranger. Also es waren 100 2-for-1s, Ladies and Gentlemen. Ja, das wird im Endeffekt nicht auszahlen für mich. Noch sechs Handkarten. Nee, nee, nee. Urborg Repossession und dann nochmal ein Tazlukat, nochmal 200 ausspielen. Ja, okay, verstehe ich. Gut. Ist gut. Ah, perfekt. Electrostatic Infantry, right on time. Keine Attacks. Ja. Das rote Mana. Mein zweiter Battlewing Mystic wäre halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Shadow Prophecy wäre sehr gut. Ein paar von den Tolarian Terrors wäre sehr gut. Wir haben Möglichkeiten, aber ich glaube, wir sind Card Advantage-mäßig einfach so weit hinten. Ah, Essence Getter, nope. Essence Getter ist auch nicht so ein guter Draw, wenn man irgendwie darauf hofft, den zweiten Batwing Mystic zu ziehen, weil muss man irgendwie aus der Hand loswerden. Ja, komm. Ist zu viel Value. Muss weg. So eine Academy Wall ist einfach zu viel Value, die muss weg. Ich meine, dass wir irgendwann Länder hitten, ist ja normal. Wir haben jetzt die Hälfte unserer Länder in 17 Karten. Das ist völlig fein. Aber wenn ich jetzt anfange, Spells zu millen und dann wieder Lands zu hitten, weil ich einfach so eine, einfach so ein Glücker bin. Bin ein bisschen salzig hier. Aether Channeler. Okay. Bounce Phyrexian Rager. Nee, Bounce Phyrexian Rager macht, glaube ich, weniger Sinn, als einfach eine Karte zu ziehen. Stimmt, ja. Das macht nicht so viel Sinn. Okay, nehmen wir zwei. Ey, ich sag's euch, Leute. Spell gemillt, Land gezogen. Das wird sich jetzt einfach so weiterziehen. Airtie Scorn, okay, ja gut. Auf geht's, Mill Spell. Classic Coral Colony Time. Spell gemillt. Ich sag euch, ich sag euch, ich weiß, dass wir ziehen. Ich will ein. Bin ich gegen. Dann nehme ich einfach. Okay, sind ja nur sieben. Dachte schon, das sind zwei Adaka Wastes. Random. Okay. Uff, der ist stark. Der legt natürlich ordentlich Pointen. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mille? Ein Spell. Und dann gehe ich raus. Hey, also, wie du es dir hinlegst. Unlucky, könnte man sagen. Unlucky. Das ist eine gute Hand. Keeper, Contaminated Aquifer into Electrostatic Infantry into entweder drawing some cards oder removing some creatures. Finde ich ganz gut. Horty Djinn, auch ganz geil. Klar, zweites Blaue könnte jetzt noch kommen und so. Ey, was ist da los? Cutdown? Ist das erlaubt? Ah, das ist natürlich unlucky. Ja, dann würde ich einfach mal passen. Hoffentlich das zweite Island finden. Für den Hordy Djinn. Phyrexian Rager, ja. Der ist okay. Island Terror. Hordy Djinnski. Ich könnte Flowstone Infusion jetzt schon spielen. Na, wie sieht's aus, Gegner?
Angst vorm Hordijin. Hätte ich auf jeden Fall auch. Geht rein, ey. Hier Block. Ah, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie so Lightning Strike Action oder sowas, ne? Ich block mal nicht. Kelden Strike Team Post Combat. Lovely. Das ist auf jeden Fall geil. So. Ich würde sagen, das Blatt hat sich ein wenig gewendet. Jetzt haben wir hier 8 Power auf dem Board und du nix. Und jetzt? Meine Gegner ist vielleicht kartenmäßig ein bisschen vorne. Aber die beiden wollen auch erstmal removed werden. Baldui und Atrocity, was macht das? Oh, der Value. Oh Gott. Und der Rager. Und der. Oh. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlechte. Ja, ich werde mal hier Triple 2 Oborg casten. 9 angreifen. Und dann kann der Gegner sich überlegen, an welche der von welchen der beiden Kreaturen er den tödlichen Schlag bekommt. Damit. Ich hätte schon gerne ein Spell gezogen. Ah, egal. Ja, Writhing Necromass, ey. Wenn er jetzt noch ein Removal für den Hordijin hat. Na, Gibbering Barricade ist es zumindest nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Bone Splinters? Das gibt's doch nicht. Junge, Junge, Junge. Er muss ja so oder so blocken. Das heißt, ja, okay. Okay. Verlieren wir das jetzt noch? Come on. Erzähl jetzt hier nix. Okay, Lightning Strike an den Kopf ist ein sehr convenienter Schluss. Da, ja. Du kannst dir vorher noch selber einschießen, das geht. Kannst du mit einem roten Mann. Okay, Gegner wollte mich noch unbedingt auf 15 runterbringen. Na gut, eingesehen. Schön, 4-2. Ist ein solides Resultat bisher, absolut. Mythic 95, I feel you in your room. Ah, es klingt schon sehr, als wäre unser Gegner hier auf Duskmorn unterwegs. Okay, gutes Land. Absolut nice. Haunted Figment, ja. Meine, wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben auch eine sehr gute Hand. Holy shit. Ja, ich würde mal nicht blocken. You got me. Mehr Haunted Figments, ja, okay. Ja. Ich glaube, das ist nicht so, wie sich unser Gegner das vorgestellt hat. Geh mal rein. Oh. Auch kein Land mehr. Länder sind überbewertet. Vielleicht wären Länder auch nicht schlecht gewesen. Aber Spells. Ich bin halt immer sehr gierig, was Spells angeht. Ne? Ah, okay. Gegner hat auf jeden Fall alle Mana-Farben. Kann jetzt natürlich meine Infantry striken. Wäre nicht so schön. Oder Hurlon Battle-Hymnen oder so. Balmor. Okay. Balmor ist ein Problembär. Den würde ich aber direkt mal ganz gerne anzünden. Ja, und ich würde auch traden. Ja, ist okay. Nächste Runde kann ich dann dafür sorgen, dass ich ein bisschen was von den gegnerischen Kreaturen ausschalte. Aber ja, Haunted Figment macht schon Probleme. Oder die Haunted Figments. Rough. Ja, rough ist auch nicht schlecht. Dann machen wir mal eins kaputt. Dann lassen wir Rath mal blocken.
können wir gleich noch das andere Haunted Figment blocken lassen. Ich meine, wir sterben. Ich meine, wir sterben an Doppel Lightning Strike, ne? Ist schon möglich, dass wir tot sind. Okay, wir sterben nicht an Impuls. Ich habe kein direktes Removal für das Haunted Figment, aber so indirekt über das Timely Interference Zeug hier. Okay, jetzt sind wir auch schon bald Liesel. Ich glaube, ich lasse mir Essence Getter offen. Ja? Oder spiele ich Odar? Roar. Ich lasse mir einfach Essence Getter offen und Impuls, falls unser Gegner keinen Spell spielt. Valerian Geysir. Na ja, gut, okay, das passiert. Eins. Zwei, drei. Auf geht's. Lassen wir uns Essence Getter und Shore Up offen. Ein Mana Tolarian Terror, das ist immer, das fühlt sich gut an, Leute. Das fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Bin ein Fan von. Gucken, was er jetzt so drauf hat. Also ich meine, unsere Hand ist halt auch noch ultra stacked, ne? Also ich meine, es ist halt wirklich, wirklich noch viel Business da. Gegen Doppel Lightning Strike verlieren wir trotzdem. Das ist weiterhin ein reales Problem, aber wenn unser Gegner uns jetzt nicht diese Runde killt, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass wir unseren Gegner nächste Runde killen. Balmor, ey. Ich sehe den Typen einfach nie. Stellt euch mal vor, wie gut unser Deck wäre, wenn wir Balmor hätten. Komplett insane. Ja. Ist einfach rausgegangen. So, nee, kein Bock mehr. Lass mich in Ruhe. Ah, irgendwas passiert vielleicht noch? Okay, irgendwas passiert. Valerian Geysir. Ward Kosten. Shore Up. GG's. Weiß unser Gegner vielleicht noch nicht, aber. Jetzt weiß es auch. Da ist das Ding. Schön. Gleicher Gegner nochmal. Anscheinend spielen nicht mehr so viele Leute Dominaria United. Ja, ist ein Keeper, würde ich sagen. Würde auch schätzen, dass wir den ersten Battlewing Mystic einfach mal so reinrömern sollten. Der zweite ist dann. Der zweite bleibt dann erstmal, bis wir hier unsere interaktiven Spells losgeworden sind. Goblin Picker, okay. Ja, okay. Kann man mit arbeiten. Gegner hat aber auch direkt schon Naya Mana active. Okay, nehme ich zwei. Electrostatic Infantry. Auch. Ich schmeiß mal den Luder an. So, und dann lassen wir uns jetzt Impuls offen und Essence Scatter. Immerhin weiter Attacks, ja, okay, gut. Dann schwimmen wir Impuls. Boah. Mal Lightning Strike. Das war auch nicht schlecht.
Den können wir einfach so hinrömern. Jetzt sollte man da einfach das Land nehmen, damit man irgendwann Battlewing Mystic spielen kann. Vielleicht bin ich immer noch zu sehr value-orientiert, obwohl ich den einen ja schon immer direkt rausknatter. Okay. Gegner könnte zumindest ein bisschen Angst haben, überflogen zu werden. Balmore. Nicht schlecht. Sieht so aus, als wäre da noch ein Tolarian Geysir. Ja, nee. Ich block nicht. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Unser Gegner Negate hat oder so, wäre natürlich annoying. Shore up. Ja, okay. Aber dann macht es doch mit dem Attacken wenig Sinn. Shore up ist natürlich gut, ja. Einfach mit sehr wenig Fixing Doppelblau offen haben ist auch sehr, sehr, sehr gut. Rough ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Da würde ich Nein zu sagen. Gucken wir mal, was er noch so in der Hinterhand hat mit den letzten beiden Handkarten. Timely Reinforcements. Timely Interference, Entschuldigung. Noch ein Schwab. Okay. Okay. Also er hat im Moment, also außer Balmor hat er ja auch wirklich keine Karten, die er protecten will. Ja gut, ich meine, Ruff wäre natürlich... Ruff ist auch sehr gut, gerade mit Shore Up auch zusammen, ja, okay. Das ist natürlich ein bisschen dumm. For as long as you control Modellian Mindsinger. Vielleicht cyclen wir das einfach mal durch. Less than. Oh, ich hätte in Response einfach timely. Ich hätte es in Response einfach machen können. Ich dachte irgendwie less than or equal. Ja. Das habe ich natürlich gut weggeschmissen. Oho, richtig verzockt, ey. Richtig verzockt. Na gut, den müssen wir irgendwie removen. Ich weiß noch nicht, wie. Habe ich noch einen? Ich habe einen Lightning Strike, aber das reicht nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch irgendwas habe, um den zu removen. Okay, Gegner geht rein. Gucken, was da jetzt hinten rauskommt noch. Okay. Ja, ist besser als nix. Okay, na gut. Balmor bleibt zu Hause. Okay, dann werde ich mal versuchen, den Mindslinger zu ambushen. Gucken, ob das klappt. Oh, das sieht doch besser aus. Nö. Absolut nicht. Dann würden wir mal looten. Dann würde ich den mal opfern. Lightning Strike spielen diese Runde sogar.
Yay, ich hab's verstanden, wie es geht. Oh Gott. Und dann will ich für 10 attacken. Oh, I feel you in your room. Läuft nicht so bei dir. And Boss Time. Wir sind in einem Draw, aber ich denke, das ist reasonable. Infantry Turn 2. Oder nicht Infantry Turn 2. Vielleicht sage ich einfach Go und lass mir Essence Getter und Impulse offen, damit ich nächste Runde Infantry plus Shore Up habe. Ja, counter ich einfach. Ist jetzt nicht so super relevant, dieser Juniper-Typ, aber schon okay. Ja. Und falls der Gegner jetzt ein Removal hat, wäre nice. Dann habe ich nämlich noch Shore Up. Captain's Call. Ja, okay, gut, dagegen habe ich nichts. Boah, es wäre schon richtig gut, ein zweites blaues Mana zu hitten. Ich glaube, ich impulse mal Main Phase. Klar! Gut, okay. Ich meine, immerhin habe ich aktuell keine schwarze Karte auf der Hand, aber alle drei Contaminated Aquifer in den obersten vier. Ja, macht voll Sinn. Machte voller Sinn, ne? Nee. Kein Bock mehr, der Gegner. Geil. Ja, 7 Wins. Schön. Schöner Abschluss zu Dominaria United. Am Ende nochmal 7 Wins rausgeholt haben. Ich muss sagen, das Format hat Spaß gemacht. Auch unabhängig von meinem Rekord jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Format. Und bin gespannt, wie das nun wird. Und jetzt gibt es auch bald auch noch wieder andere Flashback-Drafts. Ich weiß gar nicht genau, was da laufen wird, aber davon wird es natürlich auch das ein oder andere Video hier auf dem Kanal geben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Follow, ein Abo, einen Daumen hoch, einen Kommentar oder was auch immer da. Jede Form von Interaktion freut mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss!